Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Lassen Sie uns wieder auf die wichtigsten Themen an den Märkten blicken, zusammen mit Andreas Lipko, Marktstratege von comdirect. Schönen guten Tag, Herr Lipko. Wir schauen auf den DAX. Für den ging es in den letzten Wochen rauf und runter. Aktuell scheint aber wieder mal Optimismus angesagt. Wie sehen Sie denn die Lage? Sie haben vollkommen recht. Im Endeffekt sind die Marktteilnehmer doch wieder ein bisschen euphorischer oder ein bisschen optimistischer, was eben die konjunkturelle Situation zum Beispiel in China, den USA angeht. Hier schaut man eben nach vorne und sieht eben auch schon jetzt finale Gespräche dahingehend, dass eben dieser Handelsstreit zwischen den USA und China endlich beiseite oder beigelegt werden können. Demzufolge eben dann die Aktien oder beziehungsweise die Konjunktur wieder besser läuft und davon die Aktien profitieren können. Beim Thema Brexit, da dominiert weiter das Wort No. Wie könnte es hier weitergehen und welche Auswirkungen sehen Sie für die Märkte? Ja, ganz interessant ist, dass wir momentan so einen Schwenk in der Innenpolitik bekommen. Theresa May hatte ja vorher ganz klar gesagt, dass man im Endeffekt nicht mehr parteiübergreifend, sondern eher wirklich in ihrer Partei bei den Tories auf der Linie beharren wird. Jetzt versucht man so ein bisschen den Schulterschluss mit der Opposition. Jetzt rückt man also doch rüber, linst drüber und versucht da sozusagen Protagonisten bzw. Mitkämpfer für eben einen Deal für den geordneten Brexit zu bekommen. Das kann natürlich in den eigenen Reihen etwas schwierig werden. Hier spielt wirklich Theresa May momentan doch sprichwörtlich mit dem Feuer. Jetzt hat man eben doch gesagt, es wird eben noch ein bisschen Zeit dauern, um eben die Verhandlungen mit der Opposition führen zu können, mit den Politikern entsprechend. Und demzufolge möchte man jetzt die aktuelle Linie oder Timeline am 12. April nochmal verlängern. Es wird spannend, wie sich die EU da gegenüberstellt. Es wird natürlich auch spannend, ob es natürlich der Premierministerin gelingt, hier auch wirklich die Mehrheit zu bekommen. Also von daher eigentlich haben wir wirklich nichts Neues, außer das No. Dann schauen wir auf ein anderes Thema, und zwar auf die Konjunkturdaten, die aktuell im Fokus stehen. Am Freitag gibt es den US-Arbeitsmarktbericht. In dieser Woche gab es ja schon bereits gute Daten aus China und den USA. Wie beurteilen Sie denn die wirtschaftlichen Voraussetzungen derzeit? Ich denke, dass die Zahlen, die wir bekommen haben, besonders den PMI in China, der über 50 wieder gesprungen ist, und natürlich auch der ISM, so ein bisschen das darstellen, was man im Endeffekt jetzt auch an den Märkten vorwegnimmt. Man hat vorher doch so sehr, sehr pessimistisch eben auf die Handelsgespräche zwischen USA und China geschaut. Man hat hier so ein bisschen Sorge gehabt, eben, dass hier die Bremsspur wesentlich stärker und wesentlich kräftiger eben zu sehen sind, auch wesentlich längere und nachhaltigere Spuren hinterlassen werden. Jetzt sieht man eben, dass dieses Vorwegnehmen, dieses Pessimismus, dass der eben so ein Stück weit neutralisiert wird. Das erkennt man ja auch an den Aktienmärkten momentan. Und demzufolge sind die Zahlen dann eben auch besser ausgefallen. Interessant wird es auch diese Woche am Freitag eben die Arbeitsmarktdaten. Da hatten wir doch bisher mal auch ein paar negative Überraschungen sehen. 175.000 neue geschaffene Stellen werden erwartet. Die sollten es dann auch sein. Sollten es weniger werden, sind hier doch wieder Befürchtungen da, dass es in den USA doch größere Bremsspuren gegeben hat in der Konjunktur. Nicht zuletzt natürlich auch durch die restriktivere Zins- und Geldmarktpolitik der Fed. Sollten die Zahlen genauso ausfallen oder ein Ticken besser, dann könnten die Börsen davon überproportional profitieren. Schauen wir auf den Goldpreis. Der ist zuletzt unter die Marke von 1.300 Dollar wieder gerutscht. Nur ein kurzfristiger Rücksetzer oder könnte mehr dahinter stecken? Ja gut, man darf nicht vergessen, Gold hat ja sehr, sehr gut performt. Hat natürlich am Anfang, als wir die Abverkaufsbewegung im Ende letzten Jahres gesehen haben, natürlich davon profitiert, dass man hier so ein Stück weit auch den sicheren Hafen gesucht hat, dass viele Umschichtungen erfolgt sind, eben raus aus den Aktienmärkten, raus aus den Anleihenmärkten zugunsten des Goldes. Hier reichen ja schon bereits kleinere Umschichtungen, um eben größere Kursbewegungen eben bewegen zu können im Verhältnis zu den Anleihen- und Aktienmärkten. Jetzt sieht man eben so ein bisschen die ersten Ermüdungserscheinungen. Es werden Gewinne mitgenommen, wenn eben auch keine neuen Impulse da sind. Wenn es eben bei der Konjunktur dann vermeintlich besser läuft, dann sieht man momentan auch keine Notwendigkeit, weiter in den sicheren Hafen zu gehen. Ich würde Gold aber an sich noch nicht abschreiben. Ich denke, dass wir das in dem jetzigen Jahr 2019 weiterhin, zumindest als Depotgewichtung bei vielen institutionellen Investoren, weiterhin vorfinden werden und demzufolge eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau stattfinden könnte und vielleicht dann auch zum Jahresende hin höhere Notierungen durchaus möglich sind. Wir schauen auf den Bitcoin. Der hat gestern einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Geht es jetzt vielleicht wieder nachhaltig aufwärts? Ehrgeizige Kursziele gibt es ja genug. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Im Endeffekt könnte man hier sagen, totgesagte Leben länger. Erst hatten wir die extreme Euphorie, dann gab es die Korrektur. Jetzt kommt so ein bisschen so ein Revival, wenn man so will. Interessant war, es hat sich ja nicht nur auf den Bitcoin an sich, sondern auch auf die anderen krypto-ähnlichen Währungen oder Währungen wie Ethereum und Ripple eben auch ausgewirkt. Wir hatten angeblich gestern größere Kauforders im Markt, die dafür gesorgt haben, dass das sehr, sehr dünne Handelsvolumen bei dem Bitcoin eben auf eine große Kaufinteresse gestoßen ist. Demzufolge sind eben diese exorbitanten Kurssteigerungen eben beim Bitcoin zustande gekommen. Aber eben, ich sagte es ja bereits, Ethereum und Ripple konnten davon auch profitieren. Deswegen kann man auch davon ausgehen, oder sind die Spekulationen im Markt,
dass momentan sehr, sehr viele Blockchain-Events international stattfinden, dass hier doch die ein oder anderen Marktschreier eben da war, die eben zum Einstieg geblasen haben und diese Aussagen dann eben auch die Wirkung nicht verfehlt haben. Aber man kann momentan da wirklich schwer einen einzigen Anlass oder ein alleiniges Initial finden. Ich denke, dass es hier doch ein Cluster an vielen Ereignissen waren, die dann eben zu diesem Kurssprung geführt haben. Und wir haben den ja in der Vergangenheit auch schon öfters gesehen, sehr, sehr hochvolatil und mit hohen Kurssprüngen entsprechend. Über die guten Daten aus China hatten wir ja schon gesprochen. Aktien aus China, die haben sich in den vergangenen Monaten ja auch sehr gut gemacht. Auf welche Unternehmen sollten Anleger hier vielleicht ihrer Meinung nach setzen? Ja, so langweilig, wie es vielleicht jetzt anhört, aber erstmal tendenziell auf die Standard oder auf die Standardwerte, großen Titel, die wirklich in den großen Indizes drin sind. Wir sind ja momentan noch eher in einer Bewegung, dass eben China sich hier so ein Stück weit aus dem letzten Teil der Träne erholt hat. Hier hat man ja eben die Angst durch die zurückgehende Konjunktur gesehen. Das ist also so ein Stück weit so eine Phase, wo es eben dann doch eher ratsam ist, hier eben wirklich auf die größeren Unternehmen zu achten. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier natürlich weiterhin E-Mobility, obwohl man hier die Subvention gekürzt hat, aber das weiterhin ein Thema sein wird, was eben zukünftig auch eine wesentliche Rolle spielen wird. Ich könnte mir also vorstellen, dass, wenn es dann eben auch zu einer Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China kommt, dass zum Beispiel Unternehmen wie BYD, Tencent oder eben Foxconn als Beispiele eben hiervon profitieren könnten. Schauen wir auf einen Börsenneuling. Lyft ist seit vergangener Woche an der Börse. Die ersten Tage waren recht turbulent. Was halten Sie denn von dem Unternehmen und der Aktie? Ja, schwierig. Also die Idee an sich ist natürlich interessant, dass man hier sozusagen dem originären Taxigeschäft Konkurrenz macht, dass man eben hier einen Fahrdienst anbietet, aber man muss hier ganz klar natürlich auf die Bewertung gucken. Im Endeffekt hat das Unternehmen sich diese 10 Milliarden Umsatz, die man erzielt hat, mit 1,8 Milliarden Verlust eben eingekauft. Die Bewertung ist eben auch schon sehr, sehr hoch und das kam eben dann natürlich auch dem IPO negativ zu Buche oder zugute, dass man eben hier dann doch unter den IPO-Preis gerutscht ist. Ich würde hier erstmal noch vorsichtig sein, zumal eben auch der größere Konkurrent Uber bald auch ein IPO machen wird und da sicherlich das Medieninteresse wesentlich größer sein wird als jetzt zum Beispiel bei Lyft. Also man bekommt dann sozusagen hier eine Peer Group zusammen, also eine Vergleichsgruppe und kann dann eben ein Unternehmen mit dem anderen vergleichen. Von daher sehe ich momentan doch eher die Lyft-Aktie als eher kritisch, als sehr, sehr hochriskant. Wie sollten sich denn Anleger bei IPOs generell verhalten? Gibt es hier Tipps, die man beachten sollte? Also im Endeffekt ist es hier ähnlich wie bei, wo man bei Immobilien sagt, man Lage, Lage, Lage. Es ist bei IPOs Bewertung, Bewertung, Bewertung. Man muss also wirklich schauen, wie hoch ist das Unternehmen bewertet. Dann gibt es im Endeffekt zwei Strategien. Die eine ist natürlich die Zeichnungsgewinne mitnehmen. Das heißt, wenn man eben als IPO-Zeichner das Glück hat, IPOs zugeteilt zu bekommen, dann kann man eben die Zeichnungsgewinne, wie zum Beispiel bei einer Lyft, die ja auch dann 20% über dem Ausgabepreis notierten, die kann man dann eben mitnehmen und entsprechend an die Seitenlinie treten. Hat man eben vor, an einem IPO teilzunehmen, um das eben längerfristig zu halten, dann gilt das, was ich gesagt habe, hier muss man sich die Bewertung anschauen. Dann hat man eben diesen Puffer, der eben durch so einen IPO-Aufschlag oder beziehungsweise bei der Erstnotizaufschlag dann eben zustande kommt, sozusagen als Sicherheitspuffer und kann sozusagen günstiger in die Aktien des Unternehmens entsprechend investieren. Aber es bleibt eben nicht aus. Man muss sich im Vorfeld mit dem Unternehmen beschäftigen. Man muss eben schauen, ob hier ein entsprechendes Nachfragemomentum wirklich vorhanden ist, selbst wenn man also die erste Strategie des Zeichnungsgewinn mitnehmen vollziehen will oder wenn man die Unternehmung oder beziehungsweise die Aktien des Unternehmens länger halten will, dann muss man sich eben hier wirklich in die fundamentalen Daten reingraben und muss eben gucken, wie dieses Unternehmen aufgestellt ist. Dann schauen wir jetzt zum Schluss noch auf Nordex. Der Konzern meldet ja einen Auftrag nach dem anderen. Die Aktie hat auch eine imposante Rallye hingelegt. Wie lange kann das denn für die Aktien noch nach oben gehen? Ja, Nordex hat sich in der Vergangenheit ja schon des Öfteren ausgezeichnet, dass man hier sehr lang anhaltende und vor allen Dingen auch steile Kursanstiege gesehen hat. Dem folgten dann leider auch sehr lang anhaltende und auch steile Abfälle bzw. Kursrückgänge. Jetzt sind wir momentan wieder in der Anstiegsphase. Interessant ist natürlich, dass das Unternehmen sehr viele Aufträge gemeldet hat. Man hat hier mit den N149-Turbinen im Endeffekt wirklich anscheinend in der Branche einen Kassenschlager platzieren können. Hier kommen eben Aufträge aus Australien, aus Südamerika, die dem Unternehmen natürlich dann dahingehend auch helfen. Und interessant ist, dass der Pessimismus bei den Investoren für die Aktien, für das Unternehmen sehr, sehr hoch war. Wir hatten hier sehr, sehr niedrige Kursziele im Vorfeld gehabt. Jetzt und überrascht das Unternehmen, aber man darf auch nicht vergessen, die Aktien sind schon sehr gut performt. Sie haben 36% innerhalb des letzten Monats bzw. über 115% auf Jahressicht vollzogen. Da kann es natürlich dann auch mal zu der einen oder anderen Konsolidierung kommen. Die Aktien könnten ein Stück weit zurücklaufen.
Augenscheinlich ist das operative Geschäft bei der Nordex intakt, aber man darf eben auch nicht vergessen, es ist sehr, sehr viel eingepreist worden und vor allem ist jetzt der Optimismus, natürlich Euphorie in dem Unternehmen oder für die Aktien im Unternehmen da, dass es eben so weitergeht und demzufolge könnten hier doch die ein oder anderen Kursrückgänge und Konsolidierung, die natürlich auch wünschenswert sind, jederzeit eintreten. Andreas Lipko, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich auch. Grüße nach Kulmbach. Soweit unser heutiges Marktgespräch mit Andreas Lipko von Comdirect. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.